Hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ihr habt ja schon kleine B-Roll-Szenen gesehen, wo wir hier gerade sind. Und das ist die Saaler Mühle hier bei uns in Binsberg, Bergisch Gladbach. Und heute geht es in dem Video darum, wie ihr euer Leben ein bisschen einfacher gestaltet. Es ist ja in unserer schnelllebigen Gesellschaft nicht mehr ganz so leicht, das Leben so zu führen, wie man gerne möchte. Man muss sich in viele Dinge reinzwängen, die man auch vielleicht gar nicht so gerne möchte. Und da gebe ich euch jetzt 6 Tipps an die Hand. Ja, und da gebe ich euch jetzt 6 Tipps an die Hand, wie ihr vielleicht euer Leben ein Ticken einfacher gestalten könnt. Okay, Tipp Nummer 1. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann auch dich. Das ist so ein Sprichwort, aber es ist wirklich wahr. Das heißt, desto mehr du besitzt, sagen wir mal, du kaufst dir ein schönes Auto, dann machst du dir Sorgen um dein schönes Auto. Du kaufst dir teure Klamotten, du kaufst dir teure Schuhe, neue Schuhe, die weiß sind zum Beispiel. Dann musst du auch aufpassen, dass sie nicht dreckig werden und so weiter und so fort. Das heißt, weniger ist da manchmal mehr und vielleicht auch nicht immer die teuersten Produkte kaufen. Tipp Nummer 2, bring den Müll raus. Und darunter meine ich, miste einfach mal zu Hause aus und minimalisiere alles ein bisschen. Behalte wirklich nur die Dinge, die du benutzt, die du brauchst oder die du wirklich liebst. Okay, Tipp Nummer 3, wenn du irgendetwas in einem Laden siehst, du kennst das zum Beispiel, du gehst irgendwo lang durch Schaufenster und du siehst irgendwas und das willst du kaufen, ja? Wir haben immer so einen Konsumdrang, wir Menschen. Dann geh lieber nochmal einen Schritt zurück, schlaf eine Nacht darüber und dann, wenn du es immer noch wirklich haben willst, wenn es eigentlich schon fast aus dem Gedächtnis sein müsste und du das immer noch haben willst, dann geh und hol es dir. Aber mach nicht solche Kurzschlussentscheidungen und entscheide dich ganz kurz, oh, das muss ich noch haben, das muss ich haben und dann kommst du in so einen Kaufrausch. Das heißt, kauf wirklich nur Dinge, die du wirklich brauchst und die dir wirklich am Herzen liegen, die dich wirklich glücklich machen. Tipp Nummer 4. Ganz einfacher Tipp eigentlich, aber mache dir Listen. Ja? Alles, was du aufschreibst und nicht in deinem Kopf behalten musst, lässt Freiraum für Kreativität und lässt den Kopf für Dinge frei, für die er eigentlich nötig ist. Das heißt, ihr müsst euch weniger Dinge merken, ihr könnt Dinge aufschreiben, ihr könnt Dinge abhaken. Abhaken ist auch immer ein gutes Gefühl. Und Tipp Nummer 4, macht euch Listen, macht euch den Kopf frei. Es fängt an zu regnen, deswegen müssen wir ein bisschen durchhasseln jetzt hier. Aber Tipp Nummer 5, schiebe keine Dinge auf. Besonders nicht die kleinen Dinge. Es gibt so ganz viele kleine Dinge. Vielleicht eine E-Mail beantworten, den Müll runterbringen, kleine Sachen wegräumen. Diese ganzen kleinen Dinge machen euch irgendwann so viel Stress, dass es irgendwann so ein Berg wird, der nicht mehr zu bewältigen scheint. Und deswegen erledigt die kleinen Dinge sofort und dann habt ihr mehr Zeit für die richtig wichtigen Dinge. So, und der letzte Tipp für euch, sag nicht zu allen Leuten ja. Jeder kennt das, wenn er irgendwo eingeladen ist, zum Beispiel auf einen Geburtstag und ihr habt da gar keinen Bock drauf. Oder ihr werdet gefragt für irgendwelche Dinge, irgendwelchen Leuten zu helfen. Natürlich sage ich nicht, ihr sollt euren Freunden nicht helfen, das ist was anderes, ja. Aber ihr müsst nicht zu allen Leuten immer Ja und Amen sagen. Ein Nein zu jemand anderem ist oft ein Ja zu euch selbst und macht euch somit viel, viel glücklicher und macht euer Leben viel, viel leichter. So Leute, bevor wir komplett durchnässt sind, verabschiede ich mich jetzt von euch und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar von den Tipps vielleicht für euch zu Hause auch anwenden. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt unten in die Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen, teilt das Video mit all euren Freunden und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ich muss jetzt los zum Training und darf nicht noch nasser werden. Peace.